How incredible. What a striking color. Ah, Professor, look at this stone. Such a brilliant blue. You don't normally find stones like this around here. I ought to grind it down. I wonder if it would still be the same color. Zu Pulver? Warum denn das? To make pigment for my art. Good supplies don't come cheap. I prefer to make my own. Blue is especially expensive. How fortunate that I chanced upon this remarkable blueness. I'm sorry. There I go again, blathering on and on about painting. Naja, das ist eben dein Zeitvertreib, richtig? Oh, yes. But I know that I can get rather caught up in it and, enthusiastic. You know, Professor, no matter how impassioned I become about my art, you never hold it against me. One could argue that I'm better off preparing for our next battle. I am becoming a knight. Wärst du nicht lieber Künstler? Oh, Professor, please don't say things like that. I gave up on my artistic dreams long ago. To support my family, I will be a knight. That's that. Wirst du das nicht bereuen? No. I know it's the right thing to do. I'll continue with my art as a hobby. I don't think I could ever give it up. When I see something beautiful, I can't suppress the urge to paint it. I don't have a choice. And if my art can bring happiness to even one person, that's good enough for me. Solange du dir da sicher bist. Professor, I have a favor to ask. I'm painting a portrait right now. When it's finished, I'd like to give the piece to you. Would you take it? Perhaps it can bring you a little happiness. That will have made the effort well worth it. Oh, excellent! Is that a promise? Because I'm really going to put my heart in it. That is, I'm going to enjoy partaking in this casual hobby of mine. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Three Houses. Damit haben wir jetzt alle Charaktere bis auf Lysithia auf dem höchsten Unterstützungswert gebracht. Zwischen mir natürlich. Das mit Lysithia, das wird dann wahrscheinlich halt noch irgendwann in Zukunft in der Story passieren. Aber ansonsten brauchen wir nie wieder Geschenke kaufen und so. Also das ist schon echt ein bisschen krass. Und was ich zu Ignaz sagen kann, ist, verstehe jetzt nicht. Also was heißt ich verstehe nicht? Ich finde es nur traurig, dass er, also wie Leonie schon sagte, ne, in dem Unterstützungsgespräch zwischen ihr und Ignaz, er sollte Maler werden. Aber man kann einen ja nicht dazu zwingen, wenn er sich entschieden hat, wenn er meint, das ist doch richtig, dass er das nicht macht, dann ist das so, kann ich nicht ändern. So, ihr seht schon, Leute, heute gibt es nur Unterstützungsgespräche. Und wir fangen mal an mit wem? Haben wir ein C-Gespräch? Ich glaube Annette und Felix, ne? Genau, dann machen wir erstmal das. Today's dinner is steak and then a cake that's yummy yum. Now it's time to fill my tummy tummy tum. Oh, this mountain of sweets and treats that I long to eat. Oh, stacks of steaks and cakes and crumbs and yums. I hope I'm not interrupting. Felix, you weren't listening, were you? I heard enough to know that you're hungry. No, I mean, well, yes. At least tell me you didn't see the dance. You have nice footwork. Get something to eat. I can take over watering the plants. Der Part geht super los, Leute, wirklich. Der Part kann gar nicht besser losgehen. You're evil, Felix! And you're shouting. You can't just spy on people while they're singing without even saying anything! It's not right! I actually did call out that I was coming in. It's not my fault you didn't hear. Well, you need to speak louder then! Ugh, this is so embarrassing. And of course I was singing some silly food song I made up. I should have been singing about bears or swamp beasties.
I didn't realize there were songs about bears and swamp beasties. That food song seemed to be close to your heart. Your stomach isn't far from your heart, after all. Oh, you are the worst! Huh. What was that about? I better water these plants. Wouldn't want them to get thirsty, or they might start singing too. Das ist eines der besten Gespräche in dem Spiel. 100%. Deutlich. Eines der besten Gespräche im gesamten Spiel. Schöner Start in den Part. Bleiben wir gleich mal bei Felix, ja, ne? Felix mit Leonie. Oh, der Kampf geht weiter. Let's go. Sorry to keep you waiting. How long did you expect me to stand here? I did just say sorry, but I could say the same to you. You were pretty slow to settle on a time. I can't help having a busy schedule. Plus, I thought you could use the extra time to prepare. We could go back and forth like this all day. Or we could get started. You were the one who kept me waiting. Let's begin. On my signal? Hurry up. That's better. Okay, go! Let's see what you... Huh? Ah! A pit trap? That's right. How you feeling down there? Coward! Say what you want, but Captain Gerald taught me this one. You're heavier than you look. I'll admit, I wasn't expecting that. If this were for real, you'd be dead. Aren't you glad I put straw down there instead of spikes? Yes. I underestimated you. I suppose your lateness was a ploy to distract me. You're not wrong. I did it to rile you up. Draw you in. You're capable, confident. I was counting on that. So, what do you think about Captain Gerald's training now? His technique worked and you won. What else is there to say? Winning is all that matters. You drew my attention to a major vulnerability. I'll need to be wary of traps. Thank you, Leonie. Seeing as you're thanking me, can I ask you a favor? Will you come watch my next training session? I'd like a few pointers about fighting in close quarters. The loser must pay tribute, I suppose. Yes, I'll help you train. You will? Thanks! Okay, da jetzt Leonie gewonnen hat, erwarte ich einen Sieg von Felix im nächsten Gespräch. Haben die ein Doppel-A? Nee, nur ein A, okay. Das heißt, nur ein Gespräch noch. Ja, Felix, dann musst du den nächsten Kampf gewinnen, ne? Das erwarte ich von dir. So, dann machen wir jetzt mal... Ich glaube, Marianne hat zwei Gespräche, ne? Ja. Hilda hat nur eins. Ignaz und Raphael haben eins. Und Claude hat auch nur eins. Okay, machen wir Marianne als letztes. Machen wir jetzt Raphael mit Ignaz. Oh, das letzte Gespräch von denen ist das, ne? Boah, die anderen zwei Gespräche C und B, die waren ja echt sehr gefühlvoll mit ihren Eltern. Und Ignaz ist über Raphael immer ausgewichen. Ich hoffe jetzt echt, dass sie jetzt hier mit dem Gespräch jetzt wieder näher kommen. Und wieder Freunde, also richtig Freunde werden und dass Ignaz diese ganze Sache vergisst. Hey Raphael, reading a letter? Well, if it isn't old Ignatz, I got a message here from my sis. Oh, a letter from Maya. I haven't seen her in so long. I bet she's all grown up. Nah, she's still a shrimp. It's been a while since I saw her. But she's probably only up to your shoulders. Wow, I can't believe she's gotten that tall. I wrote to tell her about how we're friends again. Do you remember this? Is that the picture I drew for her? She sent it along with the letter. I guess she held on to it since we were kids. All right, that's enough looking. She said to show it to you and send it right back. To think she's handling my little doodle with such reverence. That warms my heart. I remember the day I gave Maya that drawing. She looked so happy. Before then, I never knew I could make people happy with art. It was a revelation. I've been drawing and painting ever since. In hopes of becoming an artist one day. You're much better now, so it must be paying off! I bet you could be a real artist. No,
That's not possible, I'm afraid. I have to consider my parents' wishes. Who cares what your parents want? It's not like you're a noble or nothing. Your fate is your own! Huh. You think so? I know so. And I'm gonna support you with whatever dream you got. Okay, let me see. What's the first step to follow your dreams? Oh, got it! You should paint me! Paint you? Yeah! I want my little sis to know how good I'm doing here. So, I gotta send her proof. Plus, she'll be doubly impressed if it's a painting you made. Good point. I can certainly try to capture your likeness. I'll paint you with a warm, cheerful expression on your face, to bring Maya comfort. My face? No way! You gotta get my muscles in there! Mostly my chest and arms. Are you sure that's what she'd want to see? Wait! Before you start painting, I gotta get me a little more training in! If my muscles aren't bulging, then what's the point? I'm not sure about this. Maya kennt Raphael wahrscheinlich gar nicht so anders. Das heißt, ich denke mal, sie ist daran gewohnt, dass Raphael nur so, boah, Muskeln, ne? Alles nur über Muskeln. Schönes Gespräch. Schöner Abschlussfaden zwischen den beiden. Okay, so, Marianne hat jetzt ein Gespräch mit Claude und mit Hilda. Dann machen wir, oh, welches Gespräch jetzt erst ist? Eigentlich egal welches, ne? Ja, komm, machen wir Marianne mit Hilda als erstes. Hilda? I wanted to thank you for helping me in the infirmary. I brought you these pastries. Ooh, thanks. I'll put some tea on. Have a seat. That sounds lovely. But I also wanted to apologize for always causing you such trouble. It's no trouble. No trouble at all. Everything tastes better with friends, don't you think? I give you help, you give me sweets, we have a little tea party. It's a good arrangement, I'd say. I'm used to it now, so if it changed suddenly, I would feel disoriented. I suppose if you're enjoying yourself, then it can't be that bad. Sure. You don't seem to mind listening while I gab, so I'm enjoying myself plenty. But do let me know if I'm too boring. No, no, you're not boring at all. In fact, you're, very good at talking. You're also good with your hands. You can clean and organize better than almost anyone. I envy you. Oh, stop. I'm blushing. I'm not as great as all that. We're both a lot different on the inside than we look on the outside, don't you think? How do you mean? People who see you think you're so proper, but you're actually clumsy. That's why I help you, because there are some things you just can't do. I'm sorry you always have to clean up after me. I didn't say I hated it. In fact, you've taught me a few new techniques I can use to persuade people. Maybe I'll start imitating you a little bit. I'll do the Marianne. That sheepish, sorry, and those quavering downcast eyes. But that might not work as well for me. People would probably assume that I'd hit my head. Oh, well. Aw, Marianne laughing at me. So rude and yet so adorable. I'm so sorry. I just can't help it. When I imagine you doing those things, I... Yeah, yeah. It's rather un-Hilda-like, I'll admit. Okay, that's enough laughing. I'm so... so sorry. Hey, are you all right? That tea's hot, Marianne. Be careful. Yes. Oh, ouch, hot. Come on, what did I just say? I know, I'm sorry. Ow, hot. Oh boy, a real steady hand, that Marianne. It's nice to see her laugh. Sure, she was laughing at me, but how can I get mad when she looks so dang cute? Oh, das war auch schön. Das war auch echt schön. Ich muss sagen, ich glaube,
Mit Fire Emblem Three Houses, Leute, habe ich echt herausgefunden, dass ich tollpatsch, dass ich es mag, wenn guck mal, ich meine, wie soll ich das sagen? Annette ist tollpatschig. Ich erinnere mich an das erste Gespräch mit ihr, wo sie gegen das Fass gelaufen ist. So, ne? Tollpatschig. So, Marianne auch tollpatschig. Und irgendwie mag ich das extrem. Ich finde das irgendwie echt süß und toll. Das habe ich so durch dieses Spiel bemerkt, muss ich sagen. So, okay, letztes Gespräch mit Claude. Freut mich. Oh, do you have an itch back there? I guess you can't scratch it on your own, can you? Hi, Marianne. Oh, Claude, it's just you. Sorry, I know you're in the middle of an important discussion with Dorte, but could I talk to you? About what? It's about this thing you think you're burdened with. I've tried to guess what it is. Please don't. This is making me a little uncomfortable. There's no reason to feel uncomfortable. It's not like I plan on saying it aloud. But if my guess is correct, there's something I want to tell you. Will you hear me out? Fine. I will listen. Once upon a time, in a faraway place. What the... Are you telling me a story? Just listen. Once upon a time, in a faraway place, there was a young boy. This boy came from a despised lineage. In short, his mother was a daughter of the enemy. So the young boy was treated horribly by everyone around him. He hadn't done anything wrong. Everyone hated him simply for existing. Yelling, fighting back, explaining himself, nothing he did could change his situation. When he was finally old enough, he ran far away from home. He escaped. It sounds to me like he had no choice. I would have done the same had it been me. Thing is, after he ran away, he still found himself in the very same position. People in the outside world hated him for where he came from. Well, now that's... The boy thought he had no place to go. All he could do was destroy the boundary between the inside and the outside worlds. Destroy the boundaries? Right. If there was no outside and inside, just one side to share, then the people outside wouldn't have a reason to hate him anymore, right? It wouldn't be easy, but if he managed it, he could shrug off that burden. The point is, people are born with burdens to carry. That much is undeniable. But whether they bind us or we cast them aside, that's up to us. So I think you should try to cast yours aside, Marianne. Put that heavy burden down. It's time. But I don't know if I can do it. It's okay. I'm here for you. We're the same, and I can help you. The same? Claude, we have nothing in common. Hey, did you see that, Dorte? Your friend just smiled at me. Thank you for sharing your story. I suppose I could try casting aside burden, as you say. We can try together. Let's do that. And when we're free, we can change the whole world. Boah, Leute, holy shit, ist das Gespräch toll gewesen, Alter. Wow. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, was ich sage, aber hat Claude, also ist dieser kleine Junge, von dem Claude geredet hat, er selbst? Hat er gerade seine eigene Geschichte erzählt? Alter. Mann, Alter. So ein tolles Gespräch, wirklich. Diese A-Gespräche, die lohnen sich. Nicht jedes A-Gespräch war jetzt so toll, aber das Gespräch, das war mit Abstand eines der besten A-Gespräche von allen. Schön. So, gespeichert. Ich wollte euch noch was zeigen, ganz kurz. Ich war ja angeln. Und hab jetzt, wenn wir ins Klassenbuch gucken, genau, mein Dozentenrang ist nur noch 5000 Punkte von A+ entfernt. Richtig gut. Also mal schauen, wann wir A+ erreichen. Also nächsten Monat sollten wir es eigentlich locker erreichen. So, wir beenden das Erkunden. Ich habe alles gemacht. Und jetzt gibt es erstmal wieder Unterricht. Erstmal schauen, wen ich überhaupt unterrichten will. So, wir haben die Gespräche gehört. Ich muss mal gucken, wen ich jetzt in die Gruppe packe als Gruppenaufgabe. Ich glaube, wir machen mal wieder Catherine und Shamir. Und das bei Stall. Ja. Machen wir mal die beiden wieder. Dass die ihr letztes Gespräch bekommen. So, Individualtraining. Wen will ich denn heute mal
trainieren. Ich glaube, ich gehe bei Shamir vollkommen auf hier Autorität. You're a good professor. You're a good professor. Let's do this again. Okay, dann haben wir noch Catherines Autorität, die will ich auch verbessern. I'm always improving. Verdammt, echt so schlecht? Also was heißt schlecht? Ich hätte jetzt schon ein paar perfekt und so erhofft, aber wir haben ja echt... Es war ja echt nicht so toll. Nee, Seth brauche ich nicht unterrichten. Ich könnte... Ah ja, das mache ich. Annette, Glaube. Yes, that's it. Look at the next one too. Thanks for your time. Das war doch gut. Ich glaube, es bald auf C+. So, oh, Mercedes, ja. Machen wir dich auch. Dein. Oh no. Now what should I do? Das ist nicht schlecht. Ah nein! Ich habe total vergessen. Ich Idiot. Oh. Ich habe gerade gesehen, dass Mercedes gar nicht so gut gelaunt ist. Ich kann sie gar nicht so oft unterrichten. Ach, Idiot. Thank you for being so kind, Professor. Egal. Bringen wir die Autorität auf C+. So, eins kann ich noch machen. Ja, mach Autorität. Also heute mit dem Unterricht läuft es echt nicht so gut, muss ich sagen. Außer jetzt bei Annette, der hat dann perfekt, aber ansonsten. Ja, Felix, Petra, euch muss ich eigentlich machen, Dorothea auch. Ja. Boah, Leistet hier hätte ich auch gerne auf B+ im Glauben. Könnte ich sogar machen, aber ich muss mehr bei Felix, Petra und Dorothea tun. Mach mal Petra erstmal. Ihr Autorität. You have my thanks for your support. Your guidance was greatly useful. So, nee, warte mal, Dorothea. Machen wir erstmal Felix. Das war gut. Das war richtig gut. Schön. Alter, dreimal perfekt. Obwohl du das gar nicht so magst. Damn, das war sehr gut, Felix. So, einmal habe ich noch. Ich könnte Dorothea bei Autorität und Glaube verbessern. Aber ich denke, das wird sie von alleine sich verbessern. Deswegen gehe ich jetzt auf Lysithia und mache ihren Glauben auf B+, wenn es geht. Sehr gut, immer weiter. Boah. Zwei perfekt hintereinander. So, jetzt ist sie da B+. Dann gehe ich nämlich den Rest und mache das für Schwert. Ja, also heute, der Unterricht war echt ein bisschen durchwachsen. Der Anfang war so, und das Ende war wieder ein bisschen besser. Sehr komisch. Okay, Gruppenaufgabe gesetzt, Training beginnen. Ich bevorzuge List und Heimlichkeit, um meine Gegner auf dem Schlachtfeld zu meucheln. Meucheln? Was ist denn meucheln? Aber dein Ansatz ist ein anderer. Warum soll ich meinen nicht verfolgen? Weil so der Feind keine Chance zur Kapitulation hätte? Scheitert dein Plan, sind große Verluste zu befürchten. Attentate ziehen nur noch mehr Attentate nach sich. Was? Sie bevorzugt List und Heimlichkeit. Mein Ansatz ist aber ein anderer. Warum sollte sie nicht ihren Ansatz verfolgen? Weil so der Feind keine Chance zur Kapitulation hätte. Was? Das macht gar keinen Sinn. Da muss ich jetzt mein Gehirn kurz anstrengen. Wenn sie Heimlichkeit, also wenn sie sich anschleicht, warum sollte denn der Feind... Dann hat der Feind keine Chance zur Kapitulation.
Scheitert dein Plan, sind große Verluste zu befürchten. Attentate ziehen nur noch mehr Attentate nach sich? Boah, ist eine gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das hier nicht. Weil so der Feind keine Chance zur Kapitulation, das verstehe ich gerade nicht. Sie bevorzugt List und Heimlichkeit und Gegner auf dem Schlacht... Was ist Meucheln, Alter? Was ist das? Aber dein Ansatz ist ein anderer. Warum soll ich meinen nicht verfolgen? Weil so der Feind... keine Chance zur Kapitulation hätte. Unsere Gegner kapitulieren sowieso nicht. Die sterben. Scheitert dein Plan, sind große Verluste zu befürchten. Attentate ziehen nur noch mehr Attentate nach sich. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Meucheln bedeutet. Entweder, ich würde das hier nehmen, aber ich weiß nicht genau, was das bedeutet. As good a reason as any. Ja, aber auch das Richtige. Okay. Aber irgendwie hat mein Gehirn gerade überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, unsere Gegner kapitulieren doch alle gar nicht. Wir bringen die alle um. Egal. Und wieder ein Warp. Warp? Ein Verb. Ein Verb, das ich nicht kenne. Meucheln. Oh, da hat jemand Geburtstag. Da hat jemand Geburtstag. Wer ist der Glückliche? Oder die Glückliche? Ignaz, okay. Teestunde. Ich mache jetzt immer Teestunden. Ich finde das besser. Dann gebe ich dir das hier. Professor, I'm here. I'm not very discerning, but I do love this kind of tea. Wow, also irgendwie habe ich in letzter Zeit immer den richtigen Tee, also nicht immer, aber ab und zu habe ich echt den richtigen Tee ausgewählt. Das ist gut. So, wir machen schnell Durchlauf. Ich hörte einige Gerüchte, die Bücher der Bibliothek, Bücher. Katastrophen in der Küche, nette Verbündete Sicherheit. Nette Verbündete. Katastrophen in der Küche, was zur Hölle? Erinnerung mit Herzrasen, ein guter Ratschlag, Tischgenossen. Erinnerung mit Herzrasen? Ein guter Ratschlag, Tischgenossen. Verdammt. Vielleicht hätte ich den Ratschlag geben sollen, weiß ich nicht. Oh, don't mind me. I was just admiring you. Kein Problem. Soll ich jetzt einfach Tee trinken? Bewundern, ermutigen? Ermutigen passt gar nicht. Ich könnte ihn zurückbewundern oder ich könnte einfach Tee trinken. There's still so much for me to paint with these hands. There's still so much. Ja, die andere Textbox bitte. There's still. Okay, dann nicht. Thank you for the delicious tea. I'd be happy to join you again whenever you like. Something wrong, partner? Oh, nothing. I was just wondering how long we'll be able to work together like this. So sentimental. We can't know the future until it arrives. We put on quite a show, huh? The two top fighters of the Knights of Saros working together. I appreciate your enthusiasm. Save it for the battlefield. Mann, ich liebe es, wenn die beiden miteinander sprechen. Nee, ist echt cool. It's starting to feel like a part of me. Genau. Siehst du, ich brauchte sie doch nicht unterrichten. Das hat sie jetzt von alleine gelernt. Glaube und Autorität auf Level 3. I have much expertise now. Petra, Autorität auf Level 3. Is this what success feels like? Annette mit Glaube auf Level 3. Okay, so. Warte mal, bei Examen, da war doch jemand, den ich... Leonie, glaube ich, oder? Da habe ich sie schon. Ja, genau, Leonie wollte ich ein Examen machen lassen. Sie hatten jetzt nämlich den Rittmeister gemeistert. Und jetzt könnte sie... der Bogenritter werden. Boah, 92%ige Erfolgsquote, das wirst du jetzt auf jeden Fall machen. Ein erfahrener Bogenschütze hoch zu Ross. Okay.
Die Stärke geht hoch. Warum? So einiges geht runter, aber einiges geht hoch. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Stärke sinkt um 1. Glück sinkt um. Steigt um 1. Das sinkt um 1. Das sinkt um 2. Dafür geht das um 1 hoch und das um 2 hoch. Ja, I guess I take that. All that hard work's paid off. Sehr gut. Okay, gab's noch jemanden, den ich irgendwie Examen machen lassen wollte? Ich glaube nicht, ne? Seth vielleicht? Hat er das gemeistert, den Weibern Ritter? Ne, hat er noch nicht. Okay, dann nicht. Ansonsten hätte ich mir überlegt, ihn vielleicht zum Helden zu machen, aber ich sehe gerade, die Werte sind schlechter. Sowieso, muss ich mir noch überlegen. Okay, dann... Warte mal, Raphael noch, ganz kurz. Der hat nämlich auch ein Ultima-Examen, aber er ist mit dem Ringer noch nicht fertig. Ich will erstmal, dass er den Ringer fertig macht. Und dann, wenn er das fertig geschafft hat, wird er zum... Wo ist es? Genau, zum Kriegsmeister. Boah, sieht das Hammer aus. Er hätte sogar locker die Chance, das jetzt zu machen. Aber ich will halt noch warten mit dem Ringmeister, dass er das da erstmal maxt. Okay. Marktplatz. Gibt es hier irgendwas, was wir machen können? Irgendwas, was wir kaufen können? Ich zeige euch das nur ganz kurz hier. Der Part endet jetzt sowieso. Nicht, dass ich wüsste, dass hier was ist. Okay. Laden, auch nichts Neues, Spezielles. Ich könnte Oberstufensiegel kaufen. Nee, nicht Oberstufe. Wie heißt das? Ultima-Siegel brauche ich. Okay, ausruhen? Nein. Kampf, ne? Genau, wir müssen in den Kampf ziehen. Was machen wir da als nächstes? Wir haben 3 Quests, Leute. Für die Sicherheit der Händler, die Kirche des Westens und der ewige Beschützer mit Lady Rare. Boah, eigentlich will ich das hier machen. Aber ich weiß nicht. Das wird doch bestimmt wieder richtig brutal. Fakt ist, wir müssen es machen. Aber ich glaube, wir machen erstmal das hier, die Quest für die Sicherheit der Händler. Und ich überlege gerade, will ich das jetzt machen? Warum nicht, ne? Ja, let's go, komm. Für die Sicherheit der Händler. Schalte die Banditen auf der Straße aus und beschütze die Händler. Sobald du diese Quest beendet hast, wird ein neuer Händler am Marktplatz erscheinen. Das machen wir jetzt. Und dann... machen wir im nächsten Part die beiden hier. Nebenquest und die optionale Quest. Wobei, ich glaube nicht, dass wir die in einen Part packen, aber wir werden es dann sehen. So, da sind wir. Schauen wir kurz auf die Karte. 4 Truhen, aber die sind alle zu. Auf, meine ich. Ja. Okay. Und das sind alle Schwertkämpfer. Guck mal, alles Schwertkämpfer. Ich glaube, Lanze war gut gegen Schwert, ne? Dann rüstet jetzt gleich mal jeder seine Lanze aus, außer hier. Hier ist ein Bogenschütze und da ist ein Bogenschütze. Der hat ein Item, ein Goldbeutel, okay. Aber die sind alle ein A im Schwert, ne? Ja, alter Schwede, die sind alle ein A im Schwert. Krass. Okay, warte mal. Einheiten, erstmal gucken, wer mitkommt. Mach das hier alles mal, bitte alles weg. So, alles weg, alles weg. So, ich komme mit. So, Level 33 sind alle, okay. Mindestens 33, da kommen alle 33er mit. Ignaz, Raphael kommt mit, Lorenz, Petra, Lysithia, Mercedes, Dorothea, Catherine und Annette. Passt. Catherine wird Shamir mitnehmen. Als Adjutant. Dann würde ich sagen... Warte mal, ich guck mal auf Unterstützung. Hilda hat noch ein Gespräch mit Raphael und mit Ignaz. Also wird entweder Ignaz oder Raphael Hilda mitnehmen. Dann geht mal Hilda rüber zu Ignaz. Mit wem hat Marianne noch ein Gespräch? Mit Ignaz. Okay, dann geht... machen wir es so. Marianne geht bei Ignaz mit. Marianne, genau. Und Hilda geht bei Raphael mit. Ich glaube, so machen wir das. Ja, das ist besser so. Okay. Gucken wir nur kurz auf die Karte, beziehungsweise warte. Ne, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Karte. Wen stelle ich jetzt wohin?
Warte mal, die Karte ist doch besser hier so. Die sind halt alle Schwertkämpfer, ne? Alle, die eine Lanze haben, müssen vorne sein. Lorenz hat eine Lanze, okay. Die haben keine Lanze. Du hast auch keine Lanze. Hat Petra eine Lanze? Nein. Ignaz auch nicht. Catherine auch nicht. Toll. Alle, die ich mitgenommen habe, haben keine Lanze. Ist mir gerade aufgefallen. Außer Lorenz. Ja, ich denke, wir können so starten. Ja, machen wir auch. Speichern wir das kurz ab. Und let's go. Okay. Hat Lorenz seine Lanze ausgerüstet? Nein, ne? Dann mach das mal bitte kurz. Items. Oh, die Assal-Lanze kannst du ausrüsten. Wie sieht die aus? Kann man das sehen? Boah, Hammer. Boah, wie die leuchtet. Richtig cool. Okay, zurück. So, dann würde ich sagen, kannst du schon mal angreifen. Oder ich pack dich hier hin und lasse die anderen dich angreifen, genau. Dorothea kann direkt hinter dir stehen. Mercedes kommt da auch hin. So. Wer braucht denn am meisten Erfahrungspunkte hier? Eigentlich egal, ihr seid alle kurz vor Ende Level 33. Du auch. Du auch. Du auch. Okay, dann ist jeder eigentlich gut gelevelt. Dorothea muss aber ein bisschen mehr killen dann heute. Also Lorenz, mach nicht allzu viel, bitte. So, dann wird... geht Raphael hier hin und boxt den hier schon mal um. Ja. Das gefällt mir. Machen wir das hier. Umgeboxt. Oh yeah. Und er ist schon Level 34, siehst du. Gotta get stronger. Super, so. Lysithia kann sich gleich neben ihn stellen. Und von hier mit... Oh, Hades Omega, das will ich mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gecastet habe. Alter, sieht das krass aus einfach. Jo, guckt euch den Sass an. Sie ist richtig sassy geworden. Alter, Lysithia ist richtig krass. Wow. So, ich stehe hinter euch, weil ich ja nicht viel machen will. Kann ich euch heilen oder was? Ja, ein HP, gönn dir. Ach stimmt, wir nehmen Level up. Kann ich sie heilen, deswegen. So, Petra, du gehst mal vor. Damit die dich angreifen. Was rüstest du aber am besten aus? Nicht den Bogen auf jeden Fall. Den Hammer brauchst du auch nicht, dann gebe ich dir das Schwert. Dann ist das Schwert gegen Schwert. Oder die Silberaxt. Machen wir das Schwert, komm. So, und ihr? Ihr braucht alle mindestens einen Kill, ne? Okay, gut. Ignaz. Stimmt, will ich dich mit dem Bogen oder will ich dich mit dem Schwert angreifen lassen? Du bist im Bogen, du bist im Schwert schwächer als im Dings. Gut, dann mache ich dich mal kurz zum Schwertkämpfer wieder. Items. Silberschwert. Ausrüsten. Okay. Und du gehst schon mal hier hin. Und bleibst da stehen. Genau. Annette. Catherine. Packe ich dich erstmal dahin. Und Annette ist dann hier neben euch. Ach stimmt, ich könnte... ich hätte Raphael antanzen können, sodass er dann... Ja, schon mal zurück. Warte mal. So. Dann packen wir Ignaz hier hin. Der rüstet wieder seinen Bogen, sein Schwert bitte aus. Schwert, genau. Ausrüsten. Und dahin gehen. Warten, so. Annette tanzt ihn an. Bisschen vorgespult. So, zack. Und jetzt kann er sich nochmal bewegen. Dann kann theoretisch Catherine erstmal den hier umbringen. Was war denn das? Das sah gerade richtig komisch aus. Und ihre Autorität ist auf B, habe ich gerade gesehen. Sehr gut. Defensivtaktik erlernt. Okay, und Ignaz kann jetzt den hier killen. Ich glaube, das war perfekt.
Okay, nicht killen, aber... Boah, der ist echt stark. Ja, dann mach dein Handgemenge. Sehr gut. Dann kannst du ihn next turn killen. Und zwar jetzt. Der Dodge und der Crit. Sehr gut. Level 34. Ich will jeden hier auf Level 34 haben. Mindestens jeden. Oh, jetzt greifen noch mehr Leute Ignaz an. Oh, es tut aber weh, Alter. Ich muss Ignaz da wegpacken. Okay, wenigstens einmal gedodged. Oh, jetzt kommt Loritz mit der Assal-Lanze, Alter. Oh mein Gott. A nobleman does his duty. Der hat gar keine Chance gehabt. Aber er kassiert. Der Double Crit. Okay. Loritz, wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden, Alter. Tschüss, er geht total auf Level 34. My skills are rising to my status. Alter, wie sie hier jetzt alle auf Ignaz gehen. Reicht doch jetzt. Das macht aber keinen Schaden. Was ein Lappen. Oh, Hilda. Das sah cool aus, auch wenn es eigentlich nicht nötig war. Aber das hilft ja auch, deren Unterstützungsgespräch zu boosten. Deswegen sage ich da auf jeden Fall nichts zu. Ich mache jetzt Folgendes. Loritz, du gehst da hin. Machst aber nichts. Marian, sage ich. Dorothea, du gehst hier hin. Und machst jetzt auch mal was. Du musst auch kämpfen. Und zwar mit dem Donnerschwert. Oh yeah! Cool, oh, das sieht auch cool aus. Machen wir das. Alter, 52 Damage, Junge. It's win or die. Und Bataillon Level 3. Sehr cool. So, Mercedes, du kommst mal bitte hier und heilst mal den Guten. Appreciate it. Ja, Petra, du kriegst den Kill hier. Definitiv. Tschüss, Alter. Meine Klasse geht total ab, Alter. Alter, richtig krass. Jeder Mann treibt komplett seine Lage heute, ey. Ich finde das cool. Das ist cool. Ja, was ist hier unten los? Catherine ist schon Level 34. Annette nicht, ne? Dann machen wir jetzt... Kannst du den hier killen trotzdem? Ja, kannst du. Dann machst du das. Genau, dann machst du das jetzt. For the future of Bodlin. Okay. So, Catherine geht den da unten killen. Wie viel Schaden das macht, ey. Richtig krass. So, und Annette heilt jetzt entweder Ignaz oder killt mal den da. Ja, Annette killt auch mal jemanden. Aber ihre Trefferquote ist nicht so hoch. Und leider kann sie auch niemanden umbringen hier. Boah, danach wird sie... Sie kassiert ja richtig krass, ey. Der hat auch eine gute Attack-Dings. Was, wenn ich von hier angreife mit Wind? Das sieht schon besser aus. Dann mach mal das. Dann wird Annette ihn halt next turn killen. Und auch sie ist Level 34. Ich glaube nicht mehr viele. Mercedes muss noch Level 34 werden. Und Petra, ne? Ansonsten sind alle 34. Ach ja, und Dorothea. Oh. Dorothea muss auch noch. Ja, und wir drei? Wir können eigentlich so bleiben. Die packe ich da hin. Oh, ich muss da Dings wegpacken. Vielleicht ist hier wegpacken. Mann, wieso läuft der denn jetzt weg? Der soll da bleiben. Annette soll dich töten, Mann. Keck, Alter.
Ah, guck, wenn ich mich hier hinstelle, dann ist er auf Annette fokussiert. Okay, dann stelle ich mich da hin. Du kannst mal Raphael heilen. Und jetzt geht er doch auf Lysithia, Alter. I will not die yet. Ich will das zurückspulen, warte mal kurz. Ich will, dass Annette den tötet. Annette braucht Kills. Oh, warte mal, dann können wir es so machen, dass Annette den hier killt. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Weil das ja der Oberkick ist, ne? Dorothea, du musst ein bisschen mehr was tun. Geh mal hier hin und kill den mal bitte. Warte mal, Lorenz begleitet dich aber. Der kann da hin und du kannst dann hier so den hier angreifen. Only thorns left on this rose. Verdammt, sie ist ja immer noch Level 33. Mercedes ist auch noch Level 33, ne? Hat sie Purgativ eigentlich? Ja, hat sie. Okay. Das ist schön. Packe ich dahin. Mach mal kurz den hier. Apologies. Reicht das für ein Level-Up? Yes. Okay. Wichtig. Dann fehlt nur noch Dorothea und Petra, glaube ich. Mit Level 34. Ja, Petra, du musst auch noch was tun. Ich glaube, wenn Petra den hier schlägt, das reicht, damit sie ein Level-Up wird. Und da kann Annette den Rest erledigen. Fire meets water. Oder sie crittet einfach. Okay, dann crittest du halt einfach. Ah, das ist jetzt zwar schön irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil Annette sollte das eigentlich machen. Egal, warte mal, wir haben Ignaz hier. Der kann doch mit dem Bogen hier ein bisschen Schaden machen. Ja. Okay, dann crittet halt alle, Alter. Was ist denn jetzt mit euch? No mercy. Invigorating. Oh Mann. Dorothea muss den hier gehen, weil sie nur Level 33 ist. Aber Annette auch. Also klar, sie kann. Okay, nee, sie ist Level 34. Hä? Okay, dann habe ich irgendwie geträumt oder so. Keine Ahnung. Heil ihn mal bitte. Thanks so much. Komisch, was habe ich denn dann bitte da gesehen? Leute, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Warte, dann mache ich kurz den hier. Geh dahin. Geh dahin. Ich hole jetzt noch so viele Erfahrungspunkte wie möglich raus aus diesem Kampf. Man sieht das. Kann ich noch irgendwie heilen? Ja, kann ich. Okay, let's go. Machen was. Thank you. All diese Heilungen sind diese 1 HP, weil sie ein Level Up bekommen haben und deswegen mehr HP tragen können. Das ist die ganze Heilung. Mehr ist da gar nicht. That helps. Oh nein, ist der auf Lorenz fokussiert. Oh, aber er lebt noch. Er lebt noch, okay. Das ist jetzt für Dorothea der Kill. Genau, du machst noch den hier. So. Annette kann noch tanzen. Und mit dem Tanz kann sie auch noch Erfahrungspunkte kriegen. Lysithia kann noch Teleport machen. Das gibt auch noch Erfahrungspunkte. Oh yeah, sehr schön. So, Annette kann hier tanzen, richtig. Schön, so viele Erfahrungspunkte wie möglich mitnehmen. Nice. Okay. Ja, sie kann nochmal Teleport? Sie kann zweimal Teleport? Ach so. Okay. Interessant. Geil, hat richtig Erfahrungspunkte gebracht. Kann sonst noch irgendwer irgendwas machen? Raphael kann hier sammeln. Und das war's, glaube ich. Wobei, ich spule erstmal zurück. Das hat gerade nichts gebracht. Kannst du das bei Lysithia machen? Ach, das ist nicht Lysithia, das ist Annette. Lysithia ist dahinter. Ups. Ja, bis dahin kannst du nicht gehen. Hat Raphael ein Gespräch mit Catherine vielleicht?
Auch nichts. Leave it to me. I will prevail. Bin ich mit Peter, oder? Nee, auch nicht. Dorothea? Dorothea. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Nee, okay. Gut. Dann bring ihn mal bitte um. Warum nicht mit dem Strategie? Let's go. Use what you have. Winning is what matters. Und damit haben wir den Fight abgeschlossen. Feels like fighting is all there is. Für die Sicherheit der Händler in 4 Zügen geschafft. Und Ignaz ist der Held. Ja, der so oft wieder gecrittet hat. Wobei Lorenz ist eigentlich auch der Held gewesen. Ach, die sind alle gut. So, das haben wir geschafft. Dann machen wir als nächstes jetzt entweder die Nebenquest oder die optionale Quest hier. Das überlege ich mir dann noch. Ne? Ich speichere das hier kurz ab auf die anderen Speicherstände. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fire Emblem Three Houses. Und dann machen wir einen Kampf, weil dann startet ja die nächste Woche. Dann machen wir den ganzen Unterricht und dann machen wir den anderen Fight. So der Plan. Ob das alles in einen Part passt, keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber hey. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt clean. Until next time. Und bye bye.